Damit, meine Freunde, heiße ich euch herzlich willkommen zum 14. GPL-Spieltag. Der erste Tag der Rückrunde gegen den lieben Sursky TV. In der Hinrunde hat er 4 zu 0 gegen uns gewonnen. Und ja, es wäre doch gelacht, wenn wir uns nicht dieses Mal einen Sieg gegen ihn holen könnten. Ich fordere ihn zum Kampf heraus. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen, ich hoffe, ihr entschuldigt mir das. Wenn nicht, dann seid ihr voll gemein. Bin ich zu nah an der Kamera? Ich glaube nein. Unser Team werden wir gleich noch sehen. Gut, er hat die Herausforderung angenommen. Und dann kann ich eigentlich schon mal umschalten. Kampf beginnen. Da sehen wir unser Team. Wir haben Mega Bibo dabei. Wir haben Mandy Bus dabei. Der deutsche Name fällt mir nicht ein. Es ist das speziell Defensive. Dann haben wir ein physisch defensives Donphan dabei. Ein physisch defensives Crawdont, Kreputak, wir haben ein physisch-defensives Parfiness und ein mehr oder weniger speziell-defensives Lashokane. Die wollen wir natürlich mitnehmen. Und er schreibt mir gerade noch, have fun und keine Hex oder DC oder so. Wollen wir natürlich hoffen, denn das wäre sehr, sehr ärgerlich. Ich glaube, ich kann DC auch wieder umstellen. Ich öffne mir nebenbei schon mal den Damage Calc, denn ich glaube, den werden wir brauchen. Ich glaube, der wird noch ganz praktisch. Bitte warte einen Augenblick, bis die Vorbereitungen abgeschlossen sind. Wird das jetzt ein DC? Ich hoffe, das wird kein DC. Ich kann da so ein bisschen auf das Team eingehen. Bei ihm habe ich eigentlich nur wirklich Angst vor dem Mega Lopunny. Ich weiß allerdings, dass mein Parfiness das Lopunny ziemlich stark countert. Er kann uns nicht two-hitten, nicht mal mit einem Return. Und wir können ihn im Gegenzug ziemlich zusetzen mit einer Mondgewalt. Ist ein Two-Hit damit. Und ich hoffe, dass es der Kampf was wert. Ich weiß, sie sind relativ defensiv ausgelegt, aber das musste leider sein gegen sein Team, denn er ist im Gegenzug sehr offensiv ausgelegt und meine offensiven Mons können da nicht mithalten. Deswegen musste ich leider darauf zurückgreifen. Na, was machst du noch? Ich werde mal nebenbei die Teamübersicht überhaupt öffnen. Denn er könnte dabei haben Mega Lopunny, Sedra King, Pixie, glaube ich, ist das. Aquana, Donphan, Porygon Zed, das Zellenvieh, Fiaro, Roter Moe, Blitzer oder Stalobor. Und vor Stalobor habe ich auch sehr viel Angst. Ich glaube, das hat uns auch in der Hinrunde ziemlich gut zugesetzt. Es kann natürlich sein, dass er gerade noch seine Introduktion zum Video macht. Ja, aber gegen Porygon Zed bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass wir damit entweder mit Mandy Bus oder mit Lashokane gut was gegen machen können. Deswegen habe ich vor dem nicht besonders viel Angst. Am meisten Angst machen mir einfach Fiaro und Mega Lopunny. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, gegen Fiaro hätte ich jetzt ganz gerne Regirock drinne. Denn Regirock countert Fiaro komplett. Da kann er einfach nichts gegen machen. Bis es in der 7. Gen Nahkampf bekommt. Es würde mich nicht wundern. Es würde mich nicht wundern. Mega Fiaro. Das dann auf alle Attacken Prio bekommt und dann kriegt es noch Nahkampf dazu. Und keine Ahnung, Nassschweif. Weil, warum nicht? Blitzer ist auch relativ gefährlich. Aber ich hoffe, dass wir dagegen gut klarkommen. Denn vor Blitzer habe ich auch Angst, da das Einzige bei uns, was wirklich die Blitzattacken abfangen kann, oder die Elektroattacken der Stonefan ist, welches Hidden Power Ice nicht unbedingt mag. Oder Grass, je nachdem, was er da spielt. Was brauchst du denn so lange? Ich hoffe, ich habe an dieser Stelle daran gedacht, einen Timestamp am Anfang des Videos zu platzieren und in der Videobeschreibung. Dankeschön. Bitte die Pokémon aus die teilnehmen sollen. Okay. Er hat keinen Blitzer dabei, aber sonst so ziemlich das, womit ich gerechnet habe. Natürlich hatte Fiaro und das Ding jetzt dabei. Hm.
Die Frage ist, womit leadet er? Prediktet er, dass ich mit Donphan leade und starte mit Rotom Moe? Ich leade mit Mandibuzz. Denn selbst wenn er am Anfang die Tarnsteine rauslegen will, wird er damit nicht viel anfangen können, da wir Auflockern spielen. Wenn natürlich mit Pixie startet, es könnte auch ein offensives Donphan sein und dann ein Tarnsteine Pixie, aber darauf hoffe ich mal einfach nicht. Denn das wäre nicht gut für uns. Das wäre gar nicht gut für uns. Oh Gott. Schnell sein Team screenshotten. Bevor ich das wieder vergesse. Und dieses Mal dürftet ihr es noch nicht gehört haben. Okay. Gegen den lieben Surskit, den Daniel. Er leadet mit Mary. Ist das das Aquana? Das klingt. Nee. Mary das Dornfahren, okay. Gut, damit habe ich kein großes Problem. Solange er nicht physisch offensiv ist, wird er uns nämlich nicht viel anhaben können. Und wir können einfach aufs Toxin gehen. Er wechselt hier direkt aus. Geht in Fetisch. Meinetwegen gern. Ich weiß gar nicht genau, was für Fähigkeiten Pixie haben kann. Pixie, was hast du denn so? Pixie Pokémon. Meinetwegen auch PokeWiki. Denn das wäre ganz gut zu wissen. Pixie kann Unkenntnis, Magieschild oder Charmbolzen haben. Ich rechne mal mit dem Magieschild. Und gehe deswegen. Das Problem ist, das Ding könnte Flammenwurf haben. Und ich brauche. Dann kann ich da meinen Bibo nicht reinwechseln. Aber ich brauche Bibo, um es rauszunehmen. Also wechseln wir einfach mal in Lashuking. Welches jetzt übrigens einen Spitznamen hat. Ja, ich habe dann gedacht, Lashuking einen Spitznamen zu geben. Wir wechseln hier aus. Das Say No to Earthquake. Gehen stattdessen in Elizabeth. Queen Elizabeth, denn es ist ein weibliches Lashuking. Und er geht einfach auf die Mondgewalt. Ich hätte also in Bibor wechseln können. Okay, meinetwegen. Er wird hier nicht drinnen bleiben können, auch mit. Dem Spezialangriffsdrop natürlich. Was würde denn am ehesten wechseln? Vermutlich in seinen Aquana. Deswegen machen wir hier den Double Switch. Wir machen hier den Double Switch. Hoffen, dass er auch auswechselt. Und dass er nicht einfach wieder auf eine Mondgewalt geht. Er geht auf Gedankengut. Das ist nicht gut für uns. Schlimmstenfalls müssen wir was opfern. Aber wir gehen einfach wieder in Elizabeth raus, scheiß drauf. Der Double Switch hat nicht funktioniert. Ich hatte gehofft, er wechselt aus in Aquana. Dass er irgendeinen Angriff abfangen will. Und ich muss einen der rausnehmen, das geht mir sonst zu sehr auf den Sack. Schicken Elizabeth wieder rein. So ärgerlich das auch ist. Okay, wir sollten noch eine Mondgewalt locker abfangen können. Kann er mal aufhören, immer den scheiß Drop zu bekommen? Jetzt mal im Ernst. Gehen wir auf den Psychoschock. Nein, kein hexlastiger Kampf. Mimi.
Ich meine, ich kann Elisabeth schlimmstenfalls opfern. Ich habe nichts, wo ich es unbedingt für behalten möchte. Höchstens für Rotor Mo. Aber selbst da kann ich andersrum spielen. Von daher ist das nicht das größte Problem. Er kann auch Psychoschock. Okay, aber wie gesagt, können wir es ruhig opfern. Wenn es denn sein muss. Und das muss es ganz offensichtlich. Denn wir kommen hier nicht groß drum rum. Immerhin überleben wir noch einen Angriff. Dieser Spezialangriffsdrop geht mir gerade echt auf den Sack. Können immerhin noch ein bisschen Schaden machen. Ja, er geht nochmal auf den Psychoschock. Aber ich möchte fast raten, dass ein das Clefable, ich glaube das Clefable, ja, OU und Karl Mind. Poison Jab reicht nicht mal unbedingt aus. Obwohl doch, warte mal, das ist doch, ein Poison Jab reicht aus von der Range. Die Frage ist bloß, ist ein normales Speed Drill. Ja, wir sind auch schneller, das heißt selbst auf die Gefahr hin, dass er auswechselt. Können wir einfach auf den Gift-Tip gehen. Ich rechne zwar an dieser Stelle mit einem Switch, aber ja. Ich wollte es nicht riskieren, hier auf den U-Turn zu gehen. Wir mussten ihn einfach rausforcen. Ja, er schickt Mary rein, meinetwegen. Verrät uns damit quasi, dass er tatsächlich physisch defensiv ist, denn sonst wäre er nicht in Mary gegangen. Schauen wir mal, wie viel Schaden wir mit einem Gift-Heap machen. Nichts. Aber wir kriegen ihn vergiftet. Immerhin. Und er trägt den Beulenhelm. Dann werde ich definitiv nicht U-Turn. Ich hatte zuerst Angst vor einem Eisschad, aber wenn er einen Beulenhelm trägt, dann werde ich garantiert nicht auf die Kehrtwende gehen. So, jetzt die Frage, in was wechselt er raus? Oder auf was geht er, wenn er drinnen bleibt? Mal realistisch, was könnte er einsetzen? Keine Ahnung, wir gehen in Star-Lord, denn ich bezweifle, dass er uns viel Schaden machen könnte. Er geht auf die Tarnsteine, meinetwegen. Und wir können hier jetzt einfach auf den Abschlag gehen. Und ihm entweder seinen Beulenhelm wegnehmen oder wenn er rauswechselt, was auch immer reinkommt, ordentlich Schaden machen. So wirklich glücklich bin ich mit dem Kampf im Moment nicht. Ich hätte auch auf den Schwerttanz gehen können, aber das ist mir zu risky. Er scheint auch gerade zu überlegen, was er jetzt am besten macht, was er am besten predicted. Okay, er bleibt drinne, tankt den mit vielleicht 5 KP. Ach, komm schon. Und kriegt das Erdbeben natürlich raus. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Spiel. Jetzt kriegt er die beiden Spezialangriffsdrops, jetzt überlebt er mit so wenig KP. Er kann jetzt einfach sicher in Fiyaro wechseln.
geht in seinen Rotom Mo. Immerhin haben wir Dornfan rausgekriegt. Will ich's noch behalten? Nee, komm. Gehen wir auf die Wasserdüse. Kriegen noch ein bisschen Damage raus. Und ja, er geht auf den Voltwechsel. Wir überlegen immerhin mit 1 KP. Und kriegen dadurch die Switch Initiative. Was natürlich schon gut ist. Aber gut sieht das Match im Moment noch nicht aus. Mm-mm. Gut ist definitiv was anderes. Ja, er schickt Fiyaro rein. Meinetwegen wechseln wir in Wheelie, das ist unsere einzige Chance. Und in der Hoffnung, dass er tatsächlich einfach drinnen bleibt, gehen wir auf ein Felsgrab. Denn ein Felsgrab dürfte ihn rausnehmen. Na los. Ne, er wechselt hier raus. Geht nicht mal auf den U-Turn, sondern einfach direkt auf den Wechsel. Schickt Aquana rein. Gut, meinetwegen. Reduzieren wir halt die Init von dem Ding. Und es ist auch so ein Tryhard-Team, ne, von ihm. Das ist eklig. Wechseln wir raus in unser Mandibuzz. Ja, geht hier auf Siedewasser. Meinetwegen gerne. Das sollten wir locker wegstecken können. Ja. Und er kriegt den Burn. Das ist natürlich die Frage, rechnet er damit, geht er jetzt einfach auf einen weiteren Angriff, rechnet er damit, dass wir seinen Switch in Pixie predikten? Okay, wir gehen hier auf den Ruheort. Er bleibt drinne, okay? Meinetwegen gern. Denn er hat den Ice Beam, okay. Okay, er hat den Ice Beam. Kriegt noch einen Crit. Natürlich kriegt er noch einen Crit. Aber wir werden hier auf Auflockern gehen, in der Hoffnung, dass wir noch einen Ice Beam überleben. Er wechselt hier aus, okay. Schickt hier Fetisch rein, damit habe ich schon gerechnet. Zudem ist, wir wissen, dass er den Psychoschock hat. Er kann unseren Switch schon fast nicht predikten. Das wäre viel zu risky für ihn, hier jetzt auf den Psychoschock zu gehen. Was mache ich? Ich gehe auf den Foul Play.
In der Hoffnung, dass er sich nicht boostet, sondern auf dem Dingens geht. Ich weiß, es macht nichts, aber trotz des Crits in der Booste sich mir Gedanken gut. Ach, oh, komm schon! Warum gehst du nicht einfach auf einen Moonblast? Ich hätte locker wechseln können. Ja gut, aber wir haben nicht wirklich eine Wahl. Es ist einfach viel zu risky, in Bibo zu wechseln, falls er auf einen Psyshock geht. Gehen wir in Bibo. Ich möchte nur eins seiner Pokémon möchte ich nur noch rausnehmen. Das Gute ist, er hat keinen Donphan mehr. Das bedeutet, wir können einfach schön mit dem Gift-Hieb draufhauen. Dieses Pixie macht mir viel zu viele Probleme. Viel zu viele Probleme. Ich muss daran denken, ordentlich sitzen zu bleiben, sonst rutsche ich so weg in der Kamera. Und das ist nicht gut. Na, was machst du jetzt? Opferst du das Pixie? Kalkst du, wie viel Damage ich an deinen anderen Mons mache? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ein Volt Switch oder ein... Okay, er bleibt drin, er opfert das. Das dürfte er nicht überleben. Nein. Der Crit war nicht nötig. Aber danke, dass wir auch mal einen Crit bekommen, Spiel. Ich wollte gerade sagen, sein bester Switch-In ist jetzt einfach in Fiaro. Denn wir können nichts machen gegen das Fiaro als Mega-Bibo. Ich hätte natürlich protecten können, um zu schauen, ob er auch switcht, denn das ist durchaus möglich. Nein, er geht direkt auf den Sturzflug. Ich wollte gerade sagen, wie er kritisiert mich jetzt noch. Überreste, okay. Nee, was war das, Sägesang? Das ist natürlich interessant. Wir bleiben aber drinnen. Legen unsere eigenen Tarnsteine raus. Ein bisschen spät vielleicht. Aber ist mir so ehrlich gesagt lieber als gar nicht. Er schickt wieder Triton rein, das war im Grunde zu erwarten. So, wir gehen hier jetzt aber wieder in Gym, denn solange er nicht den Siedewasserburn bekommt, ist alles gut. Er darf nur nicht den Siedewasserburn bekommen oder einen Crit, denn wir können ein Siedewasser tanken. Wir können ein Siedewasser auf jeden Fall tanken. Willst du mich verarschen? Echt nicht! Ey, nee, das ist GG. Da hat er einfach durch die Hex gewonnen. Wir können hier auf die Aromakur gehen, um uns die Verbrennung wegzuheilen, aber viel mehr auch nicht. Doch, die Hex waren in diesem Kampf definitiv auf seiner Seite. Ich werde hier auf die Mondgewalt gehen. Er roostet vermutlich, aber das ist mir egal. Na los, was machst du?
Ja, er geht einfach auf den Roost. Mondgewalt wird nicht besonders viel machen. Den Roost, das Roost. Ja, wir gehen hier auf den Wunschtraum. Er geht auf Sturzflug, das war ziemlich offensichtlich. Aber wir können das noch tanken. Immerhin. Heilen sich die Überreste und ja. Gehen wir in Wheelie. Er hat keinen Grund, hier nicht auf den Sturzflug zu gehen. Denn Beedrill hier reinzuschicken, Er geht auf den Schwertanz. Okay. Du wirst aber auch mit einem Plus 2 meinen Dornfang nicht down bekommen. Schon gar nicht, solange ich noch Sturdy habe. Ich gehe aber kein Risiko ein. Ich will nicht riskieren, dass er jetzt doch auf den Brave Bird geht, weil er meinen Switch predicted. Komm, sei mal ruhig. Na, was machst du? Irgendwann breche ich ihm auch so den Arm ab oder so. Innerlich koche ich übrigens gerade. Also innerlich bin ich jetzt quasi tot. Na los, mach deinen Zug. Er wechselt aus. Welch eine Überraschung. Geh stattdessen in Rotom Mo, okay. Gehen wir in Sweetheart in der Hoffnung, dass wir noch einen Angriff überleben. Auch wenn das wahrscheinlich nicht passieren wird. Und er geht auf den Voltwechsel. War eigentlich zu erwarten, aber zu diesem Zeitpunkt ist mir so ziemlich alles egal. Schick dein fucking Fiaro rein. Du hast eh keine andere logische Wahl. Glückwunsch. Das einzig Gute hier ist, ich weiß, dass er sich roosten muss. Denn ansonsten killt er sich selber, wenn er einen offensiven Move benutzt durch den Recoil. Die einzige Chance, die ich jetzt noch habe, ist, wenn er jetzt roostet, ich meinen Wunschtraum benutze, er dann mein Schutzschild prediktet, deswegen auf den Schwerttanz geht und ich in der Runde dann Mega-Bibor reinbringen kann. Dann habe ich noch eine kleine Chance zu gewinnen, aber die ist so minimal. Aber wir werden es trotzdem versuchen. Wir werden es trotzdem versuchen.
Er ruft auch zurück. Hat mein Switch in Donphan predicted? Vermutlich. Okay. Meinetwegen, ich schick wieder Bibor raus. Danke, Gesprächsorgane, dass ihr funktioniert. Wir gehen hier einfach auf den Gift-Heap. Fuck it, einfach draufhauen, solange wir können. Gott sei Dank, das kannst du überleben, aber... Er hat keinen Burn bekommen? Holy shit, Leute, er hat keinen Burn bekommen. So, gehe ich hier jetzt auf einen Gift-Heap oder auf eine Kehrtwende? Gift-Heap. Fuck it. Ich wollte zwar eigentlich Kehrtwenden, aber... Nein. Guck mal, an dieser Stelle wäre zum Beispiel ein Crit sehr, sehr gut für mich gewesen. Okay, er schickt Rabbit's Hoe in den Kampf. Mir ist immer noch unglaublich dumm. Und wir haben damit schon mal nicht so hoch verloren wie beim letzten Kampf. Im letzten Kampf ging es 4-0 aus, jetzt steht es 3-0. Oder 3-3, aber ihr wisst, was ich meine. Ich werde nicht auswechseln, ich gehe einfach weiter auf den Gift-Heap. Ah, er hat Mogel-Heap. Den überleben wir nicht. Ich habe nicht an den Mogel-Heap gedacht. Ich bin so ein Vollidiot. Okay, wir protecten. Wir protecten, denn ich habe Angst vor Rückkehr. Rückkehr kann mich bei diesem HP nämlich rausnehmen. Ich habe nicht daran gedacht, dass er Mogel-Heap hat, sonst wäre ich sofort in Donphan gegangen. Oh, damit habe ich meine Chance vertan, noch zu gewinnen. Wir hätten Rotom Mo mit einem Gift-Heap one-hitted, wir hätten... Ich glaube zwar Lopunny und Megabibo sind gleich schnell, das heißt da hätten wir das Vita-Heal gewinnen müssen, es sei denn natürlich er ist Element. Mega Lopunny gegen ein Mega Beedrill. Nee, wir wären sogar schneller. Oh, wir hätten das so locker gewinnen können. Ein Poison Jab hätte ihn höchstwahrscheinlich gekillt. Was ist er gegangen? Ich habe nicht aufgepasst. Egal, Wish. Gehen wir hier auf den Wish. Ich wollte sagen, ich weiß, dass wir das tanken können. Oh, wir hätten das Match locker noch gewinnen können. Selbst wenn wir dein Megabeedrill verloren hätten, Fiaro kann Donphan nicht killen. Das war dumm von uns. Ich habe nicht lange gedacht, dass das Ding Fake Out kann. So, damit heilen wir uns erstmal schön hoch. Kriegen noch so ein paar Überreste KP wieder. Ich gebe den Kampf noch nicht auf. Noch ist nicht aller Tage Abend. Mondgewalt wird man diesen bei seinem aktuellen KP-Wert nicht ausreichen. Aber zumindest gut Schaden machen. Eisenschweif. Tanken wir. Yay, wir senken seinen Spezialangriff. Okay, wollte ich gerade sagen, dann killt er uns jetzt halt mit einer Rückkehr.
Und wir haben nur noch Donphan. Aber ich werde nicht aufgeben. Go, Felsgrab! Das Problem ist einfach, dass Roter Mo. Das Roter Mo wird uns killen. Denn Viaro kann uns nicht killen, das Ding kann uns nicht killen, aber Roter Mo auf jeden Fall. Die Tarnsteine liegen draußen, das heißt, du könntest jetzt nur auswechseln, um mir meine KD noch zu verkacken. Bei Tonkick überleben wir. Kriegen immerhin das Ding noch raus. Ich hätte mir die Kills aufschreiben sollen. Beedrill hat 2. Du hast einen, da der andere an Toxin gestorben ist, bekommt Grifeldes ein, okay. Ja, sein, was auch immer er jetzt einsetzen wird, wird uns auf jeden Fall killen. Gut, dann würde ich sagen, ich muss zur Tür. Es war ein gutes Match. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin und zum nächsten Mal. Tschüss! Dann mache ich nochmal einen richtigen Abschluss. Ja, leider hätte ich an den Mogelhieb gedacht, wäre das Match anders ausgegangen. War aber trotzdem ein schöner Kampf. Ich habe daraus gelernt und werde den Fehler beim nächsten Mal nicht machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö tschö.